Jetzt machen Sie uns aber kein Angebot, können Sie auch mit uns machen. Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne, werte Kolleginnen und Kollegen, Sicherheit, meine Damen und Herren, Sicherheit hat für jeden Menschen die oberste Priorität. Hier geht es aber nicht um innere oder äußere Sicherheit, hier geht es um soziale Sicherheit. Ich kann gut verstehen, dass ein Mensch, der Verantwortung für eine Familie, eine Firma oder Freunde übernimmt, sich nach sozialer Absicherung sehnt. Und viele fühlen sich gerade in der jetzigen Zeit in dieser Sicherheit bedroht. Die Linke aber nutzt diese Bedrohung aus und präsentiert hier reine Wahlkampfforderungen ohne Finanzierungsvorschlag. Ich aber frage mich, was ist machbar? Und ich handle nach dem Sprichwort, ehrlich währt am längsten. Ich bin in der finanzpolitischen Realität angekommen, und da werden Sie, Kollegen von den Linken, im September nach der Wahl auch ankommen müssen. Ich habe Verständnis dafür, dass Menschen von jetzt auf gleich jemanden hinterherlaufen, der verspricht, alle Wünsche zu erfüllen. Wahlkampfplattitüden hören sich gut an und erzeugen ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Aber Sie geben Versprechungen ab, nur um Stimmen zu erschleichen. Sie wollen sogar, dass Menschen, die mehrmals gute Arbeit ablehnen und nicht arbeiten wollen, eben nicht mehr sanktioniert werden. Sie stellen so Arbeitsunwillige auf eine Stufe mit Menschen, die jeden Tag 8 bis 10 Stunden arbeiten, um sich eine Wohnung, ein kleines Häuschen, ein Auto oder vielleicht einen Urlaub leisten zu können. Aber wenn die Realität kommt, und das sehen wir im Freistaat Thüringen, werden linke Versprechungen eben nicht eingehalten. Von dem Kuchen, nämlich 600 Millionen Euro, den der Steuerzahler mehr eingebracht hat, geben Sie den Kommunen und somit den Schulen, den Kindergärten und Jugendhilfeeinrichtungen nichts ab und verbraten dieses Geld in ein unsinniges Gebietsreformvorhaben à la Rot-Rot-Grün. Was wollen wir? Wir wollen Bedürfnisse stillen. Jeder soll durch seine Arbeit seinen Lebensunterhalt finanzieren und für seine Familie sorgen können. Wir sagen, sozial ist, was Arbeit schafft. Deshalb sichern wir Wachstum und Wohlstand, damit Arbeitsplätze entstehen und Arbeitslosigkeit schon im Voraus verhindert wird. Sie machen Versprechungen. Wir bekämpfen Arbeitslosigkeit präventiv, damit Menschen überhaupt erst nicht arbeitslos werden. Das muss das eigentliche Ziel sein, meine Damen und Herren. Und aus meiner Sicht kann es daher nur einen Weg geben. Wir müssen Arbeitslosigkeit verhindern. Wir müssen Arbeitslosgewordene schnellstmöglich wieder reintegrieren. Daher plädiere ich dafür, die Angebote in der Aus- und Weiterbildung zu intensivieren und zu modernisieren. Weiterbildungsmaßnahmen dürfen nicht erst bei Arbeitslosigkeit erfolgen. Wir sorgen für passende Angebote, welche die Beschäftigten so befähigen, dass sie den Anforderungen einer modernen Arbeitswelt nicht nur gerecht werden, sondern bei den Veränderungen an der Spitze vorangehen können. Unser Fokus liegt vor allem bei den Älteren, den Alleinerziehenden und den Jugendlichen. Für sie benötigen wir passende Instrumente, um ihnen den Weg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Für die Förderung von älteren Arbeitslosen hat sich unser Programm Perspektive 50 plus als erfolgreich erwiesen. Alleinerziehende müssen besonders unterstützt werden. Unsere Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zielt hier genau in die richtige Richtung. Und angesichts von rund 655.000 offen gemeldeter Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit stärken wir eine individuelle Betreuung und effektive Vermittlung, um Phasen zwischen den Beschäftigungszeiten und Beschäftigungen so kurz wie möglich zu halten und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern.
Und wo sind die Schwächen Ihres Antrags? Sie führen zu Recht an, dass insbesondere ältere Menschen beim Weg zurück in die Beschäftigung größere Schwierigkeiten haben. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass auf Druck der Union in der Vergangenheit bereits wichtige Korrekturen umgesetzt wurden, um genau diesen Menschen zu helfen. Wer älter als 50 Jahre ist, bekommt 15 Monate. Wer über 55 Jahre ist, 18 Monate. Und ab 58 Jahren gibt es 24 Monate Arbeitslosengeld I. Damit ist der Zeitraum für die Suche nach einer Anschlussbeschäftigung erheblich ausgeweitet worden. Und sicher, mehr zu fordern, hört sich immer gut an. Ihre Forderung, die Bezugsdauer der Arbeitslosenversicherung über 24 Monate, das sind 4 Jahre, auszuweiten, bedeutet nichts anderes als den populistischen Forderungen eines einzelnen Herrn mit Bart, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, einfach zu überbieten. Und ich zitiere lieber unseren gerade verabschiedeten Bundespräsidenten, der nämlich gestern noch sagte: Fürchten Sie sich nicht vor den Scheinriesen, die da draußen in der Welt herumspringen. Und wenn Sie in Ihrem Antrag aufführen, dass jeder Vierte nach einer Beschäftigung direkt in das Hartz-IV-System fällt, dann heißt das doch im Umkehrschluss, dass die Arbeitslosenversicherung für 3/4 aller Beschäftigten eben funktioniert. Und das ist ein positives Zeichen. Die Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung ist also stark. Nur passt diese Sichtweise nicht in Ihre Taktik der Angstmacherei. Sie stellen alles immer nur negativ dar, bieten aber selbst keine vernünftigen Vorschläge. Und auf die Frage der Finanzierung höre ich immer nur: Steuern erhöhen. Also eine noch stärkere Belastung für die arbeitende Bevölkerung. Statt Steuern erhöhen, sorgen wir für eine hervorragende Bilanz. 43,6 Millionen Erwerbstätige. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen wurde seit 2005 fast halbiert. Sie verschweigen, dass wir den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung in den letzten 10 Jahren deutlich senken konnten. Und das merken vor allem die vielen Millionen Menschen, die in Arbeit sind, an ihrem Geldbeutel. Und wie wollen Sie also die zu erwartenden Kosten begleichen? Etwa durch eine Erhöhung des Beitragssatzes, womit Sie eben diese Menschen, die arbeiten, wieder direkt belasten. Aber das ist mit uns nicht zu machen, das sage ich an der Stelle ganz deutlich. Sie bleiben uns einen sinnvollen Finanzierungsvorschlag schuldig. Höhere Steuern sichern keine Arbeitsplätze, sondern belasten Steuer- und Beitragszahler. Ihre Vorschläge schaden der Arbeitslosenversicherung und vor allem den Versicherten. Ein Versuch war es wert, aber den Menschen vorne herum billige Versprechen vor der Wahl zu verteilen und durch die Hintertür in die Tasche zu greifen, ist unredlich und mit der CDU/CSU nicht zu machen. Zum Abschluss möchte ich festhalten: Ziel unserer gemeinsamen Bemühungen muss es sein, Arbeitslosigkeit präventiv zu verhindern und Menschen ohne Arbeit durch gezielte Qualifizierung effektiv zu vermitteln und schnell in den Arbeitsmarkt heranzuführen. Und das sorgt für Sicherheit und sozialen Frieden. Der entscheidende Unterschied liegt darin: Wir wollen Arbeitslosigkeit verhindern und Menschen in Arbeit bringen, damit alle am Wohlstand teilhaben können. Und wir wollen mit angemessenen Löhnen Menschen Zufriedenheit schaffen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Weiler. Als Nächste hat das Wort die Kollegin Brigitte Podmer von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.